Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV, heute mit einem weiteren Video von mir. Und ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich lange kein Video hochgeladen habe, zeige ich euch mal ein kleines Unboxing, denn ich habe heute Post bekommen und möchte euch mal so ein paar Auslandsmünzen zeigen, die ich in letzter Zeit gekauft habe, die mir auch persönlich sehr, sehr gut gefallen und auch teils in meine Sammlung kommen. Ein paar Münzen davon, die sind in der Tüte, sind bereits für Sammlerfreunde, die habe ich für die mitbestellt. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme trotzdem einfach mal das Recht raus und zeige euch die schönen Stücke mal. Und wie ihr schon am Titel gesehen habt, ist da auch tatsächlich eine Münze mit König Charles drin, Charles III. Fangen wir mal an. Ich bin ein großer Kunstfan, was viele von mir tatsächlich nicht wissen, und habe einmal auf dem Flohmarkt von einem Sammlerfreund hier eine 5-Euro-Münze aus den Niederlanden bekommen mit Vincent van Gogh. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Münze hier. Es erinnert einen so ein bisschen an einen Pointillismus, also quasi eine Punktkunst, wo halt Punkte gesetzt werden, um ein Bild zu erzeugen. Und das finde ich wirklich sehr schön gemacht an dieser Münze hier, an dieser 5-Euro-Münze von Niederlanden. Auf der Rückseite haben wir hier Königin Beatrice mit Schrift. Also ich finde die Münze wirklich sehr, sehr schön. Ach, das ist ein Buchstaben, ja. Aber sieht halt aus von oben wie ein Pointillismus. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Münze. Und freue mich, diese zu haben. Das ist tatsächlich Sterling Silber. Dann habe ich noch eine Münze. Ich weiß allerdings nicht, was die darstellen soll. Ich glaube, das ist beidseitig mit Beatrice. Schauen wir uns das mal an. Und zwar ist das diesmal eine 10-Euro-Münze. Ja, aufgrund der Kameraqualität sieht man die jetzt nicht so gut. Ist aber auch eine 125er. Hier sieht man quasi Königin Beatrice, wie sie winkt. Von 2005 ist die auch in Sterling Silber. Auf der Rückseite haben wir nochmal die Königin. Auch hier habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, über dieses Stück. Weil die wirklich hier aufgrund von diesem, ja, ich würde auch sagen, dass das ein Pointillismus ist. Also sieht halt zumindest so aus. Und hat quasi wirklich sehr schön gestaltet ist. Ja, ich glaube 12 Euro oder so für 13 Euro oder so bezahlt. Und die habe ich, glaube, 8 Euro oder so bezahlt. Ich weiß es nicht mehr. Kann ich euch nicht genau sagen. Ja, dann habe ich noch Münzen. Eine aus China. Wir haben ja gerade das Jahr des Drachen. Ihr habt ja schon die 20 Yuan-Banknote gesehen. Hier haben wir jetzt die Münze dazu mit den Drachen. Die Bimetall-Münze. Genau, hier ist der Drache. Mal ein bisschen rangezoomt. Auch ein schönes Stück, finde ich. Es ist halt mal eine Münze, wo das Drachenthema passt. Und ich finde halt hier immer die Vorderseite sehr, sehr toll. Wie die halt mit den verschiedenen Mustern ausgearbeitet ist. Und auch hier das Renminbi-Zeichen in der 10 drin ist. Also ist wirklich sehr, sehr schön gemacht bei der Münze. Auch definitiv eine Empfehlung, diese Münze in die Sammlung mit aufzunehmen. Und nun kommen wir zu Charles. Allerdings nicht richtig Großbritannien, sondern nur ein Gebiet von Großbritannien, nämlich Gibraltar. Ich habe mir nämlich einmal die 50 Pence Münze und die 1 Pfund Münze zur Krönung. Diese habe ich nur einmal bestellt, weil die halt für einen Sammlerfreund ist. Wir machen da immer Sammlerbestellungen und halt anteilig mit dem Versand. Und hier ist die 1 Pfund, die habe ich tatsächlich zweimal bestellt, weil ich da denke, vielleicht hebe ich sie auf. Schon ein schönes Stück. Wo ich sagen muss, dass mir in echt tatsächlich die Haare noch besser gefällt. Also hier mit den Bogen und alles und wie sie gestaltet ist, gefällt mir tatsächlich die 50 Pence mehr. Hier unten haben wir auch das Krönungsdatum. Auf der Rückseite ist er drauf. Der King Charles. Charles III. King auf Gibraltar steht hier drauf. Und hier steht der Wert 50 Pence und hier unten steht das Jahr 2023. Das ist tatsächlich meine allererste Münze, die ich in der Hand habe mit Charles drauf. Dann haben wir hier einmal eine 1-Pfund-Münze. In diesem Metall habe ich die tatsächlich seitdem die eigentlich außer Verkehr gezogen wurden, in Großbritannien nicht mehr gesehen. In diesem Nickel-Prass. Hier hat man quasi den Stuhl, den Königsthron sozusagen. Der ist hier nicht zu sehen, das ist nicht der Thron. Nee. Und auf der Rückseite ist der Rand übrigens geriffelt. Komplett geriffelt. Und hier auf der Rückseite ist halt nochmal Charles drauf. Ja, ich persönlich finde wirklich, dass die 50 Pence Münze definitiv viel schöner ist in der Gestaltung. Schreibt mir doch mal dazu eure Meinung in die Kommentare.
Ja, wie findet ihr so ein kleines Unboxing? Einfach mal so zwischendurch. Schreibt mir doch dazu auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare und ich kann gerne mal weitere Unboxing machen. Und da ich letztens gesehen habe, dass einige Leute interessiert sind, wie denn meine Banknotensammlung aussieht, auch dazu werde ich mal ein Video machen. Das ist jetzt hier ein sehr unprofessionelles Album, aber auch dazu werde ich mal ein Video machen. Ja, lasst ein Like da, einen Kommentar und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, gerne ein Abo und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV. Tschüss!